Wenn du selbstständig bist oder es werden willst, dann weißt du sicherlich auch, dass es super wichtig ist, Kunden zu gewinnen. Und der eine Weg, der Oldschool-Weg, ist natürlich, das über ein Ladengeschäft zu machen oder über die persönliche Ansprache. Aber der neue Weg ist tatsächlich auch über das Internet möglich. Entweder hast du ein digitales Ladengeschäft, also einen Webshop, oder du nutzt Online-Marketing-Strategien und eine dieser Marketing-Strategien im Internet nennen wir Content-Marketing. Und ich gebe dir in diesem Video eine einfache Erläuterung, wie genau das funktioniert und was die Voraussetzungen sind, damit auch du das schaffen kannst. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Gründer der X-Group, sondern auch viele andere Unternehmen. Und ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit, vor über 20 Jahren meiner ersten Gründung, hatte ich noch nicht mal eine Webseite, sondern maximal eine Visitenkarte und habe so über die persönliche Ansprache meine Kunden gewonnen. Das hat sich heute komplett geändert. Heute bekomme ich mehr als 80% meiner Kunden über das Internet. Und eine wesentliche und auch essentielle wirksame Strategie dabei ist das Content Marketing. Nur die wenigsten wissen, was genau das ist und wieso es so gut funktioniert. Um Content Marketing zu verstehen, habe ich dir eine Metapher mitgebracht, die du kennst. Und deshalb kannst du dann auch die Mechanismen, die Regeln und Prinzipien schneller übertragen auf deine Content Marketing Strategie. Wir sehen hier einen See, wo drei Angler die Absicht haben, Fische aus dem See zu angeln. Und die Angler, die stehen für Mitbewerber. Einer davon kannst du sein und die anderen zwei sind deine Mitbewerber. Und die Fische, das sind natürlich deine Kunden, deine Aufträge. Ich gehe zu diesem Zeitpunkt bereits davon aus, dass du mindestens zwei Dinge auch überprüft hast. Nämlich das erste ist, dass das fischreiche Gewässer, an dem du als Angler herantreten willst, tatsächlich auch Fische enthält, die du haben willst. Und das zweite, wovon ich ausgehe, dass du dir auch darüber Gedanken gemacht hast, welche Köder diese Fische haben wollen. Und das sind meistens die Dinge, die Menschen in die Suchmaschine reingeben. Das sind meistens die Themen, weshalb Menschen auch auf Anzeigen gleich jeder Art auch reagieren. Das nächste, was du nun brauchst, um Fische zu fangen, ist in dem Falle des Anglers natürlich eine Angel mit einer Leine, mit einem Angelhaken und eine Pose, die anzeigt, oh, da hat ein Fisch angebissen. Und das ist natürlich übertragen im Online-Marketing deine Landingpage. Also nicht deine Webseite, wo du dich schön und toll darstellst, sondern eine Seite, die konvertiert. Eine Seite, die optimiert ist auf den Fischen, wo du auch mitbekommst, oh, da hat ein Fisch angebissen. Und jetzt gibt es viele schlaue Gründer, die sagen, ich will erstmal Lean starten, ich will die Kosten niedrig halten. Also ich halte erstmal meine Angel mit dem Angelhaken ins Wasser. Aber ich packe keinen Köder, keinen Wurm dran. Ich will ja erstmal einen Fisch gewinnen und dann, wenn ich die ersten Gewinne habe, dann will ich auch einen Köder ranpacken. Und du denkst wahrscheinlich, das hört sich lustig an, das hört sich komisch an. Aber tatsächlich ist das eine Grundhaltung, die ich bei vielen Gründern auch immer wieder bemerke, dass sie sagen, ich will nicht zu viel investieren, ich will nicht zu viel geben, ich will nicht zu viel von meinem Know-how mitteilen, ich will mich nicht so großartig verändern, ich stelle mich doch nicht stundenlang vor die Kamera, ich mache doch nicht die Texte, wieso muss die Website so teuer sein, das kann doch mein Schwager für 500 Euro und das Logo kann ich doch selbst machen oder Internet für 15 Dollar aus Indien bestellen. All diese Argumentationen kennst du vielleicht und ich hoffe nicht aus deinem eigenen Kopf, aber an dem Tisch meines Beratungsraums in meiner Zoom-Konferenz höre ich diese Aussagen jeden Tag. Deshalb mach dir Gedanken darüber, welchen Köder tatsächlich der Fisch haben will und vergiss ihn nicht an den Angelhaken zu packen. Aber diese Kategorie von Unternehmern und Gründern wirst du finden und du ahnst schon, wie viele Kunden die gewinnen werden. Und das hat der zweite Angler, der zweite Gründer, Unternehmer besser gemacht. Er hat nicht nur seine Landingpage ins Wasser gehalten, er hat nicht nur einen Angelhaken rangehängt mit einer Pose dran, die anzeigt, oh, ich habe ein Lead, einen Fisch gefangen, sondern er hat tatsächlich einen echten Köder herangehängt. Und das sind heute nicht mehr nur irgendwelche PDF-Checklisten oder kostenlose digitale Handbücher. Das sind Videos, das können ganz unterschiedliche Leistungen sein. Und das ist deine Aufgabe natürlich herauszufinden, was bietest du dem Fisch tatsächlich an, damit er sich bei dir meldet, einen Auftrag erteilt, was kauft oder ihr in eine Geschäftspartnerschaft hineinkommt. Aber das ist tatsächlich noch kein Content-Marketing. Der dritte Angler, Nummer A, der macht etwas ganz anderes. Der hat zunächst keine Angel dabei, er hat keine Harpune, kein Netz, gar nichts dabei, um Fische zu fangen. Er hat nur eine Tonne dabei mit Ködermaterial. Dort greift er rein und schmeißt diese Würmer in das Wasser. Und jetzt denken die anderen natürlich, was für ein Idiot. Ja, der wird ja gar keinen Fisch fangen. Und richtig ist natürlich, dass an keinem dieser Regenwürmer ein Angelhaken versenkt ist. Aber was glaubst du, weshalb ködert ein Angler zunächst an?
Und du hast es richtig erraten, das spricht sich im Teich rum. Von Fisch zu Fisch wird die Information weitergegeben. Wenn du wieder Hunger hast, dann hier ist die Stelle, wo es immer viel leckeres Essen gibt. Und die Fische machen sich auf den Weg dahin. Das heißt, die Dichte von potenziellen Kunden, die Dichte von potenziellen Fischen, die der Angler aus dem Wasser ziehen kann, ist jetzt in diesem Segment, in diesem Teilbereich des Teiches am höchsten. Und du ahnst sicher, wie sich das auf die Wettbewerbslage auswirkt. Der hier unten, der Angler, der ganz lean, mit ganz wenig Management, mit wenig Leistungsbereitschaft, nicht bereit ist, erstmal zu geben und zu nehmen, der diese alten Erfolgsgesetze umdrehen will, ich will erstmal nehmen, ja, und dann gebe ich wieder was zurück, der wird natürlich sehr unwahrscheinlich jemals in seinem Leben auch nur ein Fisch zu Gesicht bekommen. Und auch der andere Angler B, der wird das bekommen, was übrig bleibt, wenn sich tatsächlich mal hier ein Fisch hin verirrt, dann wird vielleicht zufällig einer beißen. Aber die Masse der Fische, die Schwärme, die bewegen sich dorthin, wo die Content, wo die Nutzen, wo die Köderdichte im Wasser am größten ist. Und na klar ist Nummer A auch kein Idiot. Der macht das nicht sein ganzes Leben lang, sondern wird jetzt, wenn er Kunden braucht, jetzt seine Angel reinhängen. Natürlich mit einem Köder dran oder wird mit einem Kescher oder einem Netz die entsprechenden Fische aus dem Wasser holen. Es gibt also diese drei Arten von Unternehmern, die an den Markt herantreten. Die einen sagen, ich produziere erstmal nichts, mein Webauftritt ist mies, ich bin nichts bereit zu geben, dann bekommen die auch nichts. Und der zweite ist, der sagt, ich gebe immer nur verhältnismäßig. Ich will nicht zu viel geben. Ich will ja mein Wissen, mein Know-how nicht einfach so rausteilen. Dann kommt ja gar keiner zu mir. Und der dritte sagt, nach dem Grundsatz, geben ist seliger als nehmen. Er gibt sein Wissen, seine Marketing, Know-how, seine Kenntnisse in das Wasser rein. Er teilt einen Teil seiner Produktlösung, seines Fachwissens. Er positioniert sich dadurch als Experte und zieht dadurch die Fische an. Und das hat einen enormen Vorteil für die Fische. Denn was ist tatsächlich einer der Hauptgründe, weshalb jemand kauft, weshalb jemand eine Bestellung, einen Auftrag auslöst? Ist es nur das Angebot? Ist es nur der Bedarf, das Problem, der Hunger, den die Fische haben? Nein, die Menschen wollen natürlich auch wissen, ob sie bei der Person gut aufgehoben sind. Und wenn wir mal auf das Thema Charakter und Vertrauen zurückkommen, was denkst du von Kategorie Nummer 10? Der sagt, ich gebe nichts, ich behalte alles für mich, ich will nur erst, wenn ich auch Geld bekommen habe, dann will ich jemand auch einen Dienst leisten. Oder die Kategorie B, naja, ich will es jetzt nicht übertreiben, ein bisschen bin ich bereit zu geben, aber nicht zu viel. Ich weiß ja nicht, ob es funktioniert, außer der Fisch kann doch überhaupt dankbar sein, dass ich ihm dabei helfe, seine Probleme zu lösen. Oder der Angler Nummer A, der sagt, ich gebe erstmal. Ihr habt die Chance, festzustellen, zu überprüfen, ob meine Produkte, ob meine Leistungen überhaupt wirksam sind, ob sie überhaupt nachhaltig sind. Und ganz nebenbei kennst du meinen Charakter dadurch, denn ich bin erstmal bereit zu geben. Und das baut natürlich auch beim Fisch Vertrauen auf, dass wenn er dann die eigentliche Leistung in der Metapher bucht, da kann er sich sicher sein, dass dieser Angler immer zuerst das Wohl der Fische im Fokus hat. Die Entscheidung liegt also bei dir, zu welcher Gruppe du gehörst. Zu den Egomanen, die geizig sind, die alles für sich behalten wollen oder vielleicht keinen echten Nutzen bieten oder überhaupt gar nicht wissen von sie sprechen. Oder zu den Menschen, die sagen, ich gehe nach dem Minimalprinzip vor, ich mache nur so viel, wie notwendig ist, aber dann ist es auch gut. Oder du willst tatsächlich dich im Internet online als Experte positionieren, dich systematisch bekannt machen und über die vielen Contents, über die vielen Berichte, über die verschiedenen Posts und Videos, die du vielleicht posten wirst, gelingt es dir dann auch, dich als Vertrauensperson zu positionieren. Das ist jetzt ganz allein deine Entscheidung. Was sind nun deine nächsten Schritte, damit auch du das Content-Marketing-Konzept bei dir umsetzt? Denn die Vorteile sind klar. Wenn du dich klar positioniert hast mit einem guten Content, also anköderst, dann wirst du immer weniger Werbeanzeigen, Bezahlanzeigen machen müssen, sondern du findest die Menschen über die Suchmaschine. Aber das gelingt nur, wenn du zunächst mal genau weißt als ersten Punkt, wer deine Fische sind, was die gerne tatsächlich auch essen, wo die unterwegs sind und welche Uhrzeit die an einem Ufer sind oder im See oder im tiefen Wasser oder unter der Wasseroberfläche sind. Das sind alles Rechercheaufgaben, die du zuerst zu lösen hast. Und wenn du diese Recherche, diese Analyse, diese strategische Erfolgspositionierung, deine Nische, deine Persona, deine Keywords tatsächlich analysiert hast, dann kommt es zum zweiten Schritt, nämlich Content zu produzieren. Du machst dir also einen entsprechenden Content-Produktionsplan. Ob das Texte sind, ob das Grafiken und Bilder sind, ob das Videos sind oder Audios sind, das ist die entsprechende Aufgabe oder das entsprechende Resultat deines Content-Produktionsplans.
Und das nächste, was du dann machst, ist einen entsprechenden Ausbringungsplan. Also welche Kanäle willst du tatsächlich bespielen mit deinem Content, mit deinen Medien? Wie willst du die Regenwürmer ins Wasser bringen? An welche Stelle, um welche Uhrzeit? Und sicherlich ist der letzte Schritt danach, auch deine Landingpage, also den Angelhaken zu optimieren, dass die Fische auch wirklich Lust haben zu beißen, weil sie wissen, bei dir finden sie eine Lösung, du kannst ihnen tatsächlich helfen. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, diese drei Schritte zu gehen, auf jeden Fall die strategische, konzeptionelle Beratung für dein Marketingkonzept zu machen, dann kannst du gerne Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Aber auch beim zweiten und dritten Schritt der Contentproduktion und der Kanalstrategie und dem Ausbringungsplan können wir mit wirksamen und kompetenten Beratern und Experten dir beiseite stehen. Wir haben nicht nur Unternehmensberater, wir haben auch Marketing-Experten. Und das Gute ist, wir können dich dabei vom Anfang bis aber auch in die Ausbringungsphase begleiten. Und teilweise gibt es für die strategische, konzeptionelle Beratung auch Förderprogramme. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lade ich dich ein, es nicht nur mit einem Like zu versehen, sondern auch gerne auch zu teilen, weiter zu empfehlen und den Kanal zu abonnieren. Dann erhältst du weiterhin nicht nur gute Videos, sondern kannst auch an unseren Quiz teilnehmen, die wir jeden Monat immer wieder publizieren. Und wenn du Unterstützung brauchst, dann mach jetzt Gebrauch vom kostenfreien Erstgespräch. Gleich unter dem Video findest du dazu einen Link. Und ich wünsche dir viel Erfolg beim Angeln, beim Online-Marketing, beim Content-Marketing. Dein Daniel Schäfer.